Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Q&A. Das Q&A ist ja jetzt schon wieder einen Monat her und deswegen habe ich auf Instagram wieder nach Fragen gefragt. Und da sind ganz schön viele reingekommen, über 800 glaube ich sogar. Und ja, ich würde einfach sagen, die beantworte ich jetzt. Viel Spaß! Die erste Frage kommt von unterstrich Josti oder so. Sie fragt, grüner oder glitzernder Kackhaufen? Ich fände auf jeden Fall einen glitzernden Kackhaufen besser, weil ich meine, Glitzer ist fabulous und grün ist eklig. 22Alice09 sagt, zeig mal einen Trick auf deinem Eyehawk. Und ich würde einfach sagen, hier blende ich mein Video ein. Nein, nicht das. Das nächste, bitte. Diese unterstrich Kim mit 3i fragt, malst du beim Plus zuerst immer den senkrechten oder den waagrechten Strich? Ich denke, damit sollte die Frage geklärt sein. The Real Luca TV fragt, wo kaufst du deine Kleidung am liebsten? Also ich gehe eigentlich nie irgendwie in die Stadt irgendwie einkaufen oder so, weil mir da einfach zu viele Menschen sind. Ich kaufe eigentlich generell immer online ein. Ich habe letztens so ein bisschen ASOS für mich entdeckt oder ASOS, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tja, also ich kaufe meine Kleidung immer online und jetzt gerade im Moment öfter bei ASOS, whatever. Emily_Jan02 fragt, wie findest du die neuen Jazzy 360 Boots? x.xonly_ux.x fragt, möchtest du YouTube als Beruf machen? Eigentlich möchte ich mit YouTube später nicht mein Hauptgeld verdienen. Wenn es später noch immer so gut läuft wie jetzt, dann würde ich da gerne so einen Nebenjob draus machen. Aber als Hauptberuf ist mir das irgendwie ein bisschen zu großes Risiko. Also es kann immer sein, dass YouTube irgendwie vom einen auf den anderen Tag oder halt innerhalb von einer Woche oder so plötzlich überhaupt nicht mehr angesagt ist oder irgendwas. Und deswegen habe ich da lieber einen Job, der einfach wirklich nicht irgendwie angesagt sein muss oder so, dass ich da halt... Facts_Fanatiker fragt, wie alt warst du, als du dein erstes Handy bekommen hast? Da war ich so ungefähr 11 und das war so ein altes Sony Ericsson Tastenhandy. Das war so ein super cooles Handy von meiner Schwester. Das war irgendwie so grün, so hellgrün mit so runden Tasten und einem großen Display. War auf jeden Fall schon ziemlich geil. Dead Patu fragt eine sehr coole Frage. Du entwickelst eine Kamera. Wie ist sie aufgebaut? Wie sieht sie aus? Und was für Features hat sie? Meine Kamera sollte auf jeden Fall so ziemlich genau wie das menschliche Auge sein. Also die... Meine Kamera sollte auf jeden Fall so ziemlich wie das menschliche Auge sein. Und zwar einfach so genau da, wo ich jetzt gerade mit der Kamera hingucke, ist auch scharf. Und überall anders ist unscharf. Und so, die gewöhnt sich perfekt an die Dunkelheit und sowas. Und gut, beim Aussehen, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich kann hier mal eine Zeichnung hochholen. So irgendwie würde wahrscheinlich irgendwie meine Kamera aussehen, aber ob das jetzt wirklich meine Kamera wäre, man weiß es nicht. This is Anna fragt, stell dir vor, die Welt geht unter und dann kommt eine Fee und sagt zu dir, dass du einen Wunsch hast, außer zu stoppen, dass die Welt untergeht. Was würdest du dir wünschen? Ich glaube, ich würde mir Schwerelosigkeit wünschen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich einfach in dem Moment abhebe und einfach so ein bisschen mich im Raum bewegen kann und sowas. Ich glaube, das fände ich richtig cool. _EDLXRX_ sagt, frag Siri, Siri, warum bin ich noch Single? Siri, warum bin ich noch Single? Ich weiß nicht. Vielleicht können die Leute an der Chienyu Spa das beantworten. Ali_ST fragt, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest, was würdest du dir dann kaufen? Wenn ich die Frage mal ein bisschen abändern darf, was würde ich mit diesem Geld machen? Dann würde ich so ungefähr die Hälfte würde ich weglegen, damit ich einfach Geld habe, falls ich mal irgendwie in einer Notsituation bin. Dann würde ich mir ein neues iPhone kaufen, ein MacBook, eine Apple Watch. FutureXPlanet fragt, was war deine erste Kamera? Meine erste Kamera war so ein Videorekorder, der sogar noch mit Kassette aufgenommen hat. Da habe ich die Kassette dann immer in so ein Gerät reingemacht, das mit einem Kabel zum Computer verbunden und dann immer die Videomaterialien übergespielt. Das war auf jeden Fall immer eine ultra krasse Arbeit und ich kann die mal kurz hochholen. Tatsächlich, da ist sie. Das hier war tatsächlich meine erste Videokamera. Und die hat einfach noch mit Kassette aufgenommen. Junge, ich habe mit Kassette gefilmt. Mit der habe ich übrigens nicht meinen ersten YouTube-Clip gedreht. Die ist nämlich kurz bevor ich mit YouTube angefangen habe, kaputt gegangen. Und dann habe ich so einen richtigen Videorekorder, so mit SD-Karte,
von meinem Vater geschenkt bekommen, beziehungsweise ersetzt bekommen. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Heute habe ich übrigens mal an einer anderen Location gefilmt. Ich habe nämlich heute mal auf meinem Bett gedreht. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr diese Location findet. Ich finde, dass sie ultra nice aussieht, auch mit diesen weißen Dingern hier. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Danke an alle, die Fragen gestellt haben. Es waren über 800, viel zu krass. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert mich natürlich gerne kostenlos und wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao.